hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv? Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. Ja, der Loriot bringt das Problem auf den Punkt. Offensichtlich kommunizieren wir nicht auf der gleichen Schiene. Und der Schulz, Friedemann Schulz von Thun hat das wunderbar in seinem Kommunikationsmodell gezeigt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auf der Sachebene sprechen, was Männer ja sehr gerne tun, auf der Sach- und auf der Appellseite sprechen und die Frau hört auf der Beziehungsebene zu, dann versteht man sich nicht. Und dieses Modell hilft einem zu verstehen, was alles abläuft, wenn wir miteinander kommunizieren. Nun wäre es ja genial, wenn wir ein Modell hätten, das uns erklärt, wie Bilder funktionieren. Dass wir Bilder ebenso gut verstehen könnten wie die Kommunikation. Und auf Basis dieses Kommunikationsmodells, der Kommunikation der Menschen, habe ich ein Kommunikationsmodell gemacht für die Kommunikation mit Bildern. Anstelle der Sachebene, dieser rationalen, neutralen Schiene, habe ich das Formelement, Formauge, gesetzt. Formen sind absolut zentral in der Fotografie. Mit Formen kann ich sprechen. Der Mante, der Feininger, alle diese Theoriebücher beschäftigen sich primär mit der Form. Die Form ist unglaublich wichtig in der Fotografie. Sie wird auf der ganzen Welt verstanden. Aber die Form ist nur ein Aspekt. Mit dem goldenen Schnitt kann ich nicht die Welt erklären. Appellieren kann ich mit Erzählen. Also Bilder, die was erzählen, haben eine viel stärkere Kraft als Bilder, die nur neutral bleiben. Ein Bild, ein gutes Bild erzählt immer auch etwas Interessantes. Der dritte Aspekt, der extrem wichtig ist, diese Beziehungsschiene bei Menschen, sind bei Bildern die Gefühle. Bilder, die Gefühle auslösen beim Betrachter, haben eine wesentlich stärkere Wirkung als Bilder, die uns kalt lassen. Die Kunst ist nur, wie mache ich Gefühle in Bildern? Auf das komme ich dann morgen zu sprechen. Und der vierte, ganz wichtige Aspekt, was sagt mir ein Bild über den Fotografen? Ist er authentisch? Ist er glaubhaft? Erkenne ich seine Sprache? Erkenne ich seine Sichtweise der Welt? Alle diese vier Aspekte müssen bei guten Bildern zusammenwirken. Wie das funktioniert, werde ich Ihnen kurz jetzt noch erklären. Also so ein Modell, so ein Kommunikationsmodell der Fotografie, das hilft uns zu verstehen, wie Bilder funktionieren. Es ist ein Werkzeug, wie man Bilder analysieren kann. Man kann sie so erklären. Man kann Bilddiskussionen nach diesem Modell führen. Ganz gezielt, jetzt schauen wir mal miteinander nur die Form an, jetzt schauen wir mal die Gefühle an, die das Bild auslöst. Man spricht dann wirklich vom Gleichen und nicht alle sprechen von etwas Verschiedenem. Man kann Thesen setzen und unser Wissen wird vernetzt. Ein paar Beispiele aus der Fotogeschichte. Die Gabel von André Kerdetz, ein absolut formorientiertes Bild. Und trotzdem löst dieses Bild nicht nur über die Form etwas aus, sondern auch über die Gefühle, die es anspricht. Man erinnert sich an Spaghetti-Essen, es klingt der Süden an, der große Teller. Also die Form und das Gefühl spielen etwas zusammen. Sie können dann zu jedem Bild eine Matrix zeichnen und festhalten, wie stark wird jeder Aspekt bei diesem Bild betont. Das gibt eine Fläche und ich garantiere Ihnen, Bilder mit großen Flächen sind stärkere Bilder als Bilder mit kleinen Flächen. Das habe ich bei x Bildern getestet, das ist einfach so. Ein Bild, das sehr viele Aspekte anspricht, hat einfach eine stärkere Wirkung auf uns als Betrachter. Erzählende Bilder, Henri Cartier-Bresson, unglaublich, wie er es hingekriegt hat, diese 100 Sekunden zu erwischen, wo das Wasser noch nicht berührt ist. Das kann man fast nicht einfach so machen, das muss man im Gefühl haben, so einen Moment zu erwischen. Und er hatte das vor 80 Jahren gemacht, mit einer Leica, mit einem Bild, ein Versuch, kein Motor,
keine Serieautomatik, ein Bild. Das Bild erzählt uns durch das, durch diese Genauigkeit, durch diese Bezüge sehr viel. Eine schöne kleine Geschichte. Henri Cartier-Bresson ist sowieso der geniale Erzähler mit seinen Bildern. Er hat immer alles auf den Punkt gebracht. Gefühle. Ein weltberühmtes Bild von Dorothea Lange hat Amerika dazu gebracht, dieses Bild alleine hat Amerika dazu gebracht, den armen Farmern im Westen Geld zu spenden, große Mengen Geld zu spenden. Ein Bild hat Amerika aufgerüttelt, weil es hat enorme Gefühle ausgelöst. Wieso es diese Gefühle auslöst, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber reden, da müssen Sie vielleicht mal in meinem Buch nachlesen. Aber es ist wirklich spannend, was alles da abgeht, damit diese Gefühle auch wirklich funktionieren. Und der geniale Ich-Fotograf, der geniale Selbstdarsteller in der Fotografie, Helmut Newton. Wenn man das Bild anschaut, was ist das Wichtigste im Bild? Wo gehen alle Linien hin? Zu seiner Frau und zu ihm. Er zelebriert sich selbst, er zeigt sich, er zeigt seine Kunst, alles, was bei ihm zusammengehört, die nackten Modelle, seine Frau, alles ist auf diesem Bild zusammengefügt. Der Selbstdarsteller. Seine Sprache kennt jeder, der sich damit beschäftigt. Das sind diese vier Augen. Und mit diesen vier Augen, wenn ich das richtig kombiniere, gibt es starke Bilder. Jetzt möchte ich zu Beginn kurz da das erste Auge anschauen. Oder zwei Thesen noch. Wenn Sie die Bilder, die Augen kombinieren, erhalten Sie stärkere Bilder. Und die zweite These, es gibt eine spannende Achse. Formen und Gefühle gehören zusammen und Ich und Erzählen gehören zusammen. Das habe ich entdeckt bei der Analyse der Bilder. Also wenn man formorientiert fotografiert, muss man sich überlegen, wie bringe ich Gefühle ins Bild. Form ist das zentrale Thema in der Fotografie. Schon Feininger hat gesagt, Klarheit und Ordnung sind die Grundbestandteile der Fotografie. Die interessante Frage ist, wieso ist das eigentlich so? Hat eine Schildkröte auch eine Präferenz für quadratische Blätter oder nimmt die Schildkröte alle Blätter? Sind nur wir Menschen so formorientiert oder ist das eine allgemeingültige Sache? Ich habe da eine These. Sie sehen das an diesem Bild, wie Formen bei uns wirken. Ich glaube, das Ganze hängt zusammen mit dem Chaos in unserer Welt. Die Welt, wie wir sie sehen, ist grundsätzlich chaotisch. Zum Beispiel dieser Wald in England, so sahen die Wälder in England aus vor 1000 Jahren. Das ist chaotisch. Und wenn Sie in dieses Chaos der Welt eine klare Form bringen, hat das eine überwältigende Wirkung. Am besten sieht man das bei den Pyramiden. Die Kraft in diesen Bauwerken ist immens, weil es etwas völlig Unnatürliches ist, etwas völlig Abstraktes. Also Formen sind für uns Menschen unglaublich wichtig. Formen erzeugen eine Schönheit. Schon der Robert Grosseteste vor fast 1000 Jahren hat das ganz explizit erklärt, wie aus Proportion, aus Harmonie Schönheit entsteht. Mit Formen erzeuge ich Schönheit. Das muss man sich bewusst sein. Und Schönheit heißt nicht klassisch schön. Das Hässliche kann auch schön sein, wenn das Hässliche perfekt dargestellt wird. Also Beauty and the Beast, Schönheit und Zerfall, Form und ist ein altes Thema. In der Fotografie wird das zelebriert mit Regeln wie der goldene Schnitt und solche Sachen. Die sind zwar sehr wichtig, aber mit dem goldenen Schnitt alleine können Sie nicht ein Bild erklären. Das ist ein Hilfsmittel, ein Werkzeug, das seit 2500 Jahren gebraucht wird, aber ist keine Erklärung für ein starkes Bild. Die Mona Lisa wird immer wieder missbraucht, um solche Beweise zu machen. Man kann nichts beweisen mit dem. Das ist einfach ein Hilfsmittel. Das sind goldene Regeln, die helfen uns, aber die erklären kein Bild. Damit Sie die Kraft und die Magie der Form sehen, zeige ich Ihnen jetzt mal eine Diashow, die in 5 Minuten Bilder aus meinem Buch zeigt,
und ihnen zeigt, wie vielfältig Formen sein können und wie viel Kraft eine Form auf den Betrachter auswirken kann.